Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Wie ihr seht, geht die Quest hier weiter. Wir haben noch eine Quest in den Broken Hills, aber das machen wir dann. Erstmal gucken wir hier rein. Die Quest haben wir ja schon ein bisschen länger. Ach so, ja okay, er schickt uns sowieso in die Underhills, wenn ich das richtig sehe. Ja, in den Broken Hills meine ich. Gut, dann... Oder ist das sogar die Quest gewesen? Ich möchte nochmal gucken, aber normalerweise ist das der einzige Ausgang. Sekunde, ganz kurz. Das muss ich mal eben kurz prüfen. Wir brauchen Nahrung, genau. Das ist die Hauptquest. So, dann können wir das in einen Abbacken machen. Die Frage ist, nach unten oder noch hier weiter? Ich gehe nochmal nach unten weiter gucken. Mehr als falsch sein kann es nicht. Und jetzt bin ich die ganze Strecke umsonst gerannt, habe noch ein paar Sachen aufgenommen. Aber naja, man kann halt nicht alles haben, ne? Was denn? Ruhe jetzt mal hier. Hallo? Kann ja wohl nicht angehen. So, dann mal hier lang. So, über die Brücke hinweg. Wir gehen einfach mal hier geradeaus weiter. Ach, hier verteilt sich das auch schon wieder in mehrere Wege. Na gut, ein Bossgegnerchen. So, und jetzt den hinterher und den. Und jetzt mal ein bisschen zurückziehen und Leben ziehen. So, das war das. Aha, ein Munitionsgürtel. Das ist wohl nichts, was wir brauchen. Definitiv nicht. Kann man aber eventuell für den anderen Char gebrauchen. Was ist das? Weil der ist ja mit Pistolen bzw. Gewehr unterwegs. Das werde ich mir bei Gelegenheit anschauen. Wir gucken jetzt mal hier entlang. Ja, alles klar. Tag. So. Schauen wir mal. Ach, Hallöchen. So. Ja. Das war das. Ich habe übrigens in der Aufnahmepause noch ein sehr nices Schild gefunden, und zwar dieses hier. Das hier gibt uns nämlich plus 2 Meter Zielbereich auf Essenzentzug, plus 10% Wahrscheinlichkeit bis auf 2 Ziele zu wirken und minus 8% weniger Energiekosten. Fand ich sehr nice, weil ich den Lebensentzug ja sehr gerne benutze und der mich ja aber allerdings auch richtig Geist kostet jedes Mal, wenn du ihn länger benutzt. Habe ich mir gedacht, das kann man auf jeden Fall machen. Kann man nicht ganz viel mit falsch machen. Hallo? So, borstiges Fell. Macht Sinn aus einem Wildschwein? Wäre jetzt irgendwie unlogisch, da irgendwie Krötenbla rauszukriegen. Dann nehmen wir doch lieber borstiges Fell. So. Ich liebe das, wenn das so weitläufig ist. So, das waren die. So, tapa, tapa, tapa. Jetzt können wir in die Richtung marschieren. Da könnte was drin sein. Ist es auch. Eine Essensration nehmen wir auf jeden Fall. Da könnten... Ach, Jungs. Schnauze. So, kann ich ja jetzt mal reingucken. So, da geht's wieder nach oben. Das ist ja klasse. Also da ist, glaube ich, genau. Ich verstehe. So, schauen wir mal weiter hier entlang.
Das ist aber ein weitläufiges Gebiet. Meine Fresse nochmal. So, und hier sind wir nämlich auf der anderen Seite. Was denn? So. Okay, dann haben wir da unten auch alles durch. Jetzt können wir so, gehen wir mal ganz nach oben. Meine Sklettermee fleißig hinter mir her. Folgt mir, ihr bösen Purschen. So, dann geht's hier entlang. Ups. So, dann gehen wir einfach mal nach oben. Keine Ahnung, wo wir da oben rauskommen. Ist auch egal, wir erkunden eh alles. So. Tag. Sehr schön. Oh, ein super Eber. Ich freue mich an Keks. Ja, sehr schön gemacht, Jungs. Fand ich toll. Musste ich gar nicht viel tun. Das habt ihr schön allein gemacht. Aha, aha, aha. So, weiter geht's. So, Lebensessenz. Ah, wir sind schon wieder auf dem Weg nach unten. Ich glaube, wir bleiben aber erstmal oben. Was denn? Ja, da arbeiten die aber first class, ne? Also muss man mal so sagen. Es wird dunkel, buhuhuhu. Alt-Erneline bekommt Angst. Die Leine der Dunkelheit. So, was haben wir, was denn? Okay. Was für ein Glück, dass wir ein leuchtendes Schild haben. Ach ja. Alter, die machen da aber auch echt schnell ratzefatze Ruhe, ne? Da hat irgendwas geleuchtet, wusste ich's doch. Genau, nichts. So, dann gucken wir jetzt mal unten lang, bevor wir rübergehen. Ah, da, sö. Das war das. Haut ab. Ja, das machen wir später. Kehre zu Minova draußen am Eingang wieder. Wenn ich denn das nächste Portal gefunden habe. Weil ich habe jetzt... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob da... Nee, doch, bei ihr in der Nähe war ein Portal. Dann können wir gleich mal... Dann haben wir das hinter uns. Hey, 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 hey. Mal immer mit der Ruhe, Jungs. So, machen wir ein kleines Portal auf. Springen da rein. So, wo sind wir jetzt? Die war doch hier irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht. Die war doch, wenn wir hier raus... Genau, dann haben wir das nämlich abgegeben. Sie leidet nicht mehr. Sehr gerne. So, wieder ab dafür. Wieder eine Quest weniger. Ab ins Rift. Und da sind wir.
So, dann können wir weiterschauen. Da dürfte es nur einen Verbindungsweg geben. Eindeutig ja. Gut. Dann gehen wir hier mal nach links. So. So. Okay, dann geht's eigentlich nur da oben weiter. Tja, haben wir doch nochmal eine gute... Aha, ein netter Schrein. Und abfangen. Sehr schön, wieder ein Devotionspunkt. Was denn? Nur mein Freund und Kupferstecher. Geht doch. Man muss ja nur wollen, ne? So. Kann ich jetzt mal meinen Devotionspunkt vergeben? Hinterlader der Bereitwilligkeit. Klingt irgendwie verdammt falsch. So, dann hier rein. Tag. So. Was denn? Lass das. So, das war das. Den Heiltrank nehmen wir natürlich. So, hallo. Schönen Vögelis. Ja, hier ist ja auch Party, was? So. Das nehmen wir. Oh, jetzt schon wieder. Das ist ja ein Traum. Aha. Das ist ja auch mal interessant. Die sollten wir auf jeden Fall anlegen. Ansonsten ist es an der Zeit, diese Folge zu beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuschauen. Ich kann nochmal einen Punkt hier in Geist reinsetzen und bedanke mich nochmal für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal dann, wenn ihr Alt-Erneline der dunklen Ritterin zuschaut, wie sie durch die Gegend marschiert. Bis denn dann, tschüss!